Der ein oder andere von euch, der sich schon mal ins Fairlight-Tab in DaVinci Resolve verirrt hat, dem ist wahrscheinlich auch die Fairlight Sound Library aufgefallen. Dann hat man sich unter Umständen gefragt, was ist es eigentlich und warum ist sie leer? Das Ganze muss man befüllen. Wie das Ganze in DaVinci Resolve funktioniert, schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Ja, und damit ein recht herzliches Willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute geht es wie gesagt um Sound bzw. die Sound Library und wo man natürlich passende Soundeffekte möglichst kostenlos herbekommt. So eine Sound Library ist eigentlich richtig, richtig cool. Denn man kann einen Suchbegriff eingeben, wie zum Beispiel Regen oder sonstiges. Und wenn es eine Sounddatei gibt, die Regen in sich drin hat sozusagen, die einen Regensound bietet, dann spuckt es einen den direkt aus. Den kann man dann super schnell per Drag and Drop eben in die Timeline ziehen und wir haben direkt einen Regeneffekt mit Sound. Und seit März 2020 gibt es sowas auch von Blackmagic Design direkt. Das Ganze findet man auf der Website unter blackmagicdesign.com/support und zwar unter den Latest Downloads. Da muss man einfach mal runterscrollen, denn das Ganze wurde am 6. März 2020 veröffentlicht. Und wir haben hier einmal die Blackmagic Fairlight Sound Library 1.0. Wenn wir die gefunden haben, dann einfach kurz runterladen, je nachdem, was man natürlich für ein Betriebssystem hat, macOS, Windows oder Linux. Wenn alles runtergeladen ist, dann einfach kurz den Installer ausführen und er installiert eigentlich alles direkt an den richtigen Ort. Und sobald das gemacht ist, können wir auch schon Resolve öffnen, denn da finden wir jetzt nämlich diese Effekte. Wenn wir Resolve geöffnet haben, einfach kurz hier unten auf die Note springen und wir sind hier in Fairlight. Und hier an der linken Seite haben wir jetzt unsere Sound Library. Falls ihr sie noch nicht seht, einfach kurz hier oben auf Sound Library drücken und dann sollte man dieses Fenster hier sehen. Und hier oben in unserem Search, da finden wir jetzt unsere Effekte. Wenn man jedoch keine Effekte finden sollte, dann einfach mal kurz auf diesen Dropdown-Icon drücken und hier auch wirklich die Fairlight Sound Library auswählen, denn dann werden die ganzen Effekte von Resolve direkt hier reingeladen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel suche nach Rain, dann haben wir hier verschiedene Sachen, die eben dann irgendwas mit Regen zu tun haben. Die Resolve Sound Library, die hat mehr so Foley Sounds, also sowas wie das hier, das sind Ambient Sounds, die eben im Hintergrund sind. Das können zum Beispiel eben Regen oder andere Umweltfaktoren sein, aber eben auch zum Beispiel Schritte oder Türen, die zugemacht werden oder ähnliches. Wenn man jetzt noch ein bisschen mehr Auswahl in DaVinci Resolve bzw. in der Sound Library haben will, dann können wir natürlich nochmal kurz in Google Chrome springen und nach der Adobe Sound Library suchen. Denn auch Adobe hat sowas. Und zwar die Adobe Sound Library. Die gibt es hier unten auf Audition, beziehungsweise wenn man Audition hat, kann man die ohne Probleme runterladen. Sollte eigentlich auch gehen, wenn man Audition nicht hat. Und wir haben hier alle möglichen verschiedenen Soundeffekte. Das sind Ambient Sounds, Cartoons, Tiere, Horror. Also da gibt es wirklich alles Mögliche zum Runterladen. Also einfach das Ganze runterladen und sobald man es runtergeladen hat, springen wir wieder in DaVinci Resolve, denn die müssen wir ein bisschen anders installieren. Wir haben ja die Fairlight Sound Library super einfach installieren können. Das war einfach ein normaler Installer. Das ist natürlich etwas einfacher, aber es ist auch kein Problem, sowas anderes sozusagen zu installieren. Alles, was wir dafür machen müssen, ist, wir klicken einmal hier auf den Dropdown, wo die Fairlight Sound Library drin ist. Und dann müssen wir das Local Database wählen. Denn hier können wir unsere eigenen Sounds alle reinspeichern, indem wir hier oben auf diese drei Punkte klicken und dann Add Library sagen. Dann lohnt es sich natürlich im Root-Verzeichnis, so wie ich jetzt persönlich gemacht habe, einmal hier die Audio Library und hier habe ich alle meine Sounds reingeladen. Dann klickt man nur noch auf Open und Resolve, scannt dann gegebenenfalls diesen ganzen Bereich nach neuen Sounds. Denn auch wenn man später mal sagt, hey, ich habe, was weiß ich, 10 neue Whoosh-Effekte, dann ist das genauso möglich. Also wir können hier jetzt nochmal unser Database scannen. Ich habe jetzt in dem Fall natürlich nichts hinzugefügt. Deswegen sagt er, wir haben 0 Clips hinzugefügt. Aber wenn hier was Neues drin ist, dann findet er das und fügt es eben zur Bibliothek, zur Soundbibliothek hinzu. Wenn man mal sehen will, was eigentlich alles in so einer Soundbibliothek zum Beispiel drin ist, drücken wir einfach dreimal die Sterntaste. Denn dann sehen wir alle unsere Files, die in irgendeiner Weise
in dieser Soundbibliothek mit drin sind. Und wir sehen hier schon, wir haben wirklich alles Mögliche, von Autos bis hin zu Kirchenglocken. Also da sammelt sich nach der Zeit wirklich sehr, sehr viel an. Und es ist einfach ultra praktisch, wenn man beispielsweise gerade eine Slow-Motion-Aufnahme oder sowas gemacht hat, keinen perfekten Ton dafür hat, kann man hier schauen, ob was Passendes drin ist und es einfach drunter legen und dadurch einfach ein bisschen mehr Spannung, ein bisschen mehr Leben in diesen Slow-Motion-Shot zu bringen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren unten wissen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch immer wahnsinnig. Falls ihr mehr Tipps und Tricks zu DaVinci Resolve sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Damit macht's es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!